Mein Job als Journalist ist es, Fragen zu stellen. Mehr habe ich nicht getan. Diese Aussage stammt von unserem Brüssel-Korrespondenten Raimund Löw und ist wohl zu 100% zu unterschreiben. FPÖ-Chef Strache hat eine Frage von Raimund Löw im EU-Parlament in Straßburg allerdings nicht gefallen und ihn rasch gebracht. Auf die Bitte eines anderen Journalisten, Fragen doch in moderatem Ton zu beantworten, stößt Straches Partnerin am Protest, die Vorsitzende der französischen Front National, Marine Le Pen, nach. Wir brauchen keinerlei Lektionen, wir wollen nur keine Fragen, die uns angreifen. Patrick Hiebler über den Eklat im EU-Parlament. Dass Heinz-Christian Strache einmal die europäischen Freiheitlichen in Straßburg besucht, ist quasi eine Premiere. Den Kontakt zu den europäischen Rechtsparteien jedenfalls hat er schon öfter gesucht. Das negative Image der FPÖ in den internationalen Medien blockiert die Bildung der gemeinsamen Fraktion. Politisch stehen wir einander aber sehr nahe. Nach der Besichtigung des Plenarsaals des Europaparlaments, der auf Strache, wie er sagt, wie ein unübersichtlicher Moloch wirkt, trifft der FPÖ-Chef auf Marine Le Pen. Die Chefin des Front National will, dass Frankreich den Euro aufgibt und meint etwa: Die EU ist ein totalitäres Projekt zur Unterdrückung der Völker. Und Strache fügt dem hinzu, dass seiner Gastgeberin eine große Zukunft bevorstehe, weil er glaube, dass Marine Le Pen auch Kraft ihrer Persönlichkeit auch die Chance hat, die zukünftige erste weibliche Präsidentin Frankreichs zu werden, ja. Auf die Frage von ORF-Korrespondent Raimund Löw, wie Le Pen mit Politikern umgehen würde, die bei einer Aberkennung der Ehrenbürgerschaft von Adolf Hitler nicht mitmachen, wie einige Freiheitliche in Österreich, reagiert Strache empört. Also ich bin wirklich baff erstaunt, dass Sie, Herr Löw, vom österreichischen rechtlichen Rundfunk wieder besseres Wissen im Ausland Nestbeschmutzung Österreichs betreiben. Und wieder besseres Wissen. Angriffe, die der ORF in einer Aussendung auf das Schärfste zurückweist. Die von Löw gestellte Frage sei legitim und habe nichts mit einer Vernaderung Österreichs zu tun, wie dies von der FPÖ unterstellt werde. Und Strache zum eigentlichen Inhalt der Frage: Faktum ist, in Österreich ist zum Glück ein Herr Hitler seit dem Jahr 1945 und 1946 in keiner österreichischen Stadt mehr irgendwo Ehrenbürger. Denn rechtlich würde eine Ehrenbürgerschaft durch den Tod ohnehin erlöschen, so Strache. Fakt ist aber auch, dass etwa erst vor kurzem der Gemeinderat von Amstetten Adolf Hitler die Ehrenbürgerschaft aberkannte. Freiheitliche haben sich der Stimme damals bekanntlich enthalten.